So, hallo Freunde, Tomek Terentka hier, heute zum Thema La Quinta, das neueste geniale Projekt, Objekt in Batumi, am Strand, nähe Strand. Es wird von Windham Hotels geführt, gemanagt wird es, verwaltet wird es von dem hervorragenden Unternehmen, Schweizer Unternehmen Sohos Hotels. Und warum La Quinta so genial ist: jetzt kann man sich noch die besten Apartments sichern, zu den besten Preisen aktuell in Batumi am Markt. Es gibt Apartments dort, vollkommen schlüsselfertig, die so genial aussehen, wie hier im Bild rechts von mir. Hervorragende Apartments, vollkommen ausgestattet, für $950 pro Quadratmeter, vollkommen schlüsselfertig. Das ist ein hervorragendes Investment, denn jetzt in der Frühphase, Fertigstellung ist September 2021, in der Frühphase, jetzt kann man sich noch die besten Apartments aussuchen und folglich die ersten, also zwei Stockwerke werden komplett übernommen von Windham. Die anderen Stockwerke kann man selber entscheiden, will ich in die Windham-Gruppe, da habe ich dann Vorteile, und zwar gehöre ich dann zum Windham RCI Club und habe dann weltweit bei 6000 Hotels in über 110 Ländern Vorteile dieser Mitgliedschaft. Also ich kann dann billiger buchen, wenn ich unterwegs bin weltweit, wenn ich bei La Quinta einsteige. Ich kann es also an Windham abgeben, die managen es, ich habe keine Arbeit, komplett passives Einkommen, oder ich kann es selber kaufen und selber managen, habe natürlich die Arbeit, muss aber nichts abgeben. Hier möchte ich etwas sagen zu Immobilien kaufen in der Altstadt in Batumi in zweiter, dritter Reihe, die ja anscheinend noch günstiger sein sollen. Die Wahrheit ist aber, ein Kollege von mir war in einem super eingerichteten Apartment, hat mir sogar ein Video geschickt, wir waren zusammen in Batumi, ich habe ihm die Baustellen gezeigt, und der hat $25 bezahlt. Ja, mit $25, das ist eigentlich wenig, das ist ja wirklich wenig. Das ist kein guter Cashflow, $25 für eine Übernachtung mit Küche und so weiter und so fort. Bei La Quinta werden die Hotels durch Windham für $100 vermietet, wie im Holiday Inn, im Blue Sky Tower. Aber wir reden hier von La Quinta, da wird es auch für $100 vermietet pro Tag, vollkommen passiv. Die $100 bekommt der Investor nicht, denn die Firma Windham und Sohos Hotels nehmen 40% inklusive gesamter Steuern, Putzfrauen, sämtliche Ausgaben. 100% der Ausgaben betragen 40%. Das heißt, effektiv bleiben dem Investor $60 pro Tag, pro Vermietung übrig. Das gibt an, dass Windham rechnet hier mit einer Rendite von ca. 12% PA für den Investor. Warum? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht im Hinterland? Weil die Lage entscheidet, die Lage am Strand, direkt am Strand, am Schwarzen Meer, mit Sicht aufs Schwarze Meer, auf den Park und auf die Skyline von Batumi, ist mehr wert wie in fünfter Reihe Sicht auf ein kaputtgehendes Haus, wo die Fassade bröckelt, und da zahlt man halt $25. Ein Gast, der aus Deutschland kommt, aus der Schweiz, der will keine abgerissenen, abfallenden Fassaden anschauen. Der will einen richtig luxuriösen Blick haben, luxuriöses Hotelfeeling, unten mit Frühstück, komplett alles dabei. Und der zahlt locker $100 und $60 bleiben dann bei dem Investor. Somit sage ich, dass La Quinta jetzt, effektiv jetzt, weil es gerade damit angefangen hat, der Verkauf hat gerade angefangen, jetzt kann man sich noch die besten Apartments sichern. Unten habe ich euch ein Video verlinkt von La Quinta, ELT Building, wie das gerade bauen, wie das entsteht, was da alles dabei sein wird, Tiefgaragenstellplätze. Und das ist jetzt die Möglichkeit, für lächerliche $950 schlüsselfertig in Batumi zu investieren. Man kann 30% anzahlen, 30 Monate zinslose Darlehen erhalten oder sofort bar bezahlen. Das bleibt jedem überlassen. Ab $40.000 gibt es dort bereits Apartments. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen zu, weil wir Georgien Immobilien bekommt ja keine Provision, irgendwie eine Maklerprovision oder sowas. Das ist nicht der Fall. Wir verlangen von jedem Apartment, von jedem, der über uns kauft, eine sogenannte Gebühr, Bearbeitungsgebühr. Denn man kann natürlich selber ins Flugzeug fliegen
und die Baustellen ansteuern und versuchen, sich eine Immobilie selber zu kaufen. Es wird nicht so einfach sein. Nicht alle sprechen Englisch. Zweitens, wenn man einen Vertrag bekommt, dann sollte man lieber Georgisch können. Und das können die wenigsten. Das können gebürtige Georgier oder Georgier, die im Ausland leben. Die Verträge werden ins Russische übersetzt oder ins Englische. Und wenn sie ins Englische übersetzt werden, dann benutzen sie meistens Google-Übersetzer. Das kann kein normaler Mensch verstehen. Und deshalb kommen wir ins Spiel, weil wir ein hervorragendes Netzwerk haben in Georgien. Wir sind auf dem neuesten Stand. Wir wissen, welche Gesetze sich ändern. Folglich, neueste Gesetzänderung ist, die Immobilien sind nicht steuerfrei veräußerbar, wie früher, nach 5 Minuten. Heute ist der neueste Stand 2 Jahre Haltedauer. Man muss eine Immobilie 2 Jahre lang halten, dann darf man sie steuerfrei verkaufen. 5% Einkommensteuer bleibt für Privatpersonen. Einnahmen aus Vermietung 5% ist man schon vollkommen fertig. 95% bleiben einem übrig. Und das ist dieses Netzwerk, diese Übersetzungen. Wir müssen Verträge, Vorverträge, Kaufverträge von, das wird vom Georgischen ins Polnische übersetzt. Wir nehmen es auf Deutsch von unseren Partnern, übersetzen es auf Deutsch. Wir veranlassen, dass die Leute am Flughafen abgeholt werden in Kutaisi oder in Batumi mit Namensschild. Sie werden dann nach Batumi gefahren, bekommen sehr günstige Unterkünfte präsentiert, wo sie übernachten können oder sie können sich selber Unterkünfte aussuchen. Und sie werden durch die Baustellen geführt, ihnen werden Videos, falls sie es wollen, wir veranlassen, dass Leute dem Interessenten Videos drehen von der Wohnung und ihm zuschicken. Mit Fotos, Videos und so weiter. Wir reservieren, wir helfen beim Kauf, wir helfen bei Finanzierungen und all das kostet 5.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Apartment. Das ist nicht viel Geld, wenn man überlegt, dass in Deutschland eine Einzimmerwohnung 150.000 Euro kostet und jeder kauft sie gerne und zahlt gerne 3,57% an den Makler, also sind es auch knapp 5.000 Euro, aber da zahlt sie jeder gerne. Und der Makler muss nur die Tür aufmachen, Hallo sagen, hier ist die Wohnung, ja, sie gefällt mir, unterschreiben, fertig. In Georgien muss man viel Netzwerk haben, ohne Netzwerk läuft da gar nichts. Und wenn man dieses Netzwerk hat, muss man dieses Netzwerk auch noch bezahlen. Also aus diesen Einnahmen, die wir erzielen, diesen 5.000 inklusive Mehrwertsteuer, sind ja effektiv nur 4.000 ohne Mehrwertsteuer für die Unternehmer. Unter euch müssen wir auch noch einen Teil abgeben für diese Zusammenarbeit, dass wir auch diese Verträge in Polnisch kriegen, damit wir sie auf Deutsch übersetzen. Also das ist keine Entschuldigung oder sonst was, es ist nur Erklärung, warum wir 5.000 Euro pro Apartment nehmen und La Quinta jetzt einsteigen. Ich wahrscheinlich werde im La Quinta was kaufen, weil ich war jetzt unten, habe mir 4 Objekte angeschaut, aber wenn ich jetzt La Quinta sehe, dann werde ich wieder runtergehen und schaue mir das live an und werde höchstwahrscheinlich im La Quinta auch einsteigen. Also Freunde, unter dem Video habt ihr den Link zu La Quinta. Ihr wisst jetzt, warum 5.000 Euro pro Apartment. 5.000 Euro nehmen wir auch, wenn jemand ein Apartment kauft mit 200 Meter Penthouse für 2 Millionen Euro. Nehmen wir auch 5.000 Euro, also für die Investoren unter euch, die werden dann schon verstehen, dass das Sinn macht. Für die, wo wenig investieren wollen, die müssen es auch verstehen, dass es Sinn macht, auf ein funktionierendes Netzwerk zurückzugreifen. Und in diesem Sinne, wunderschönes Wetter, Wochenende, bahnt sich an, haut rein, macht's gut und jetzt in La Quinta investieren. Unter dem Video gibt es eine Präsentation zu diesem Objekt, Kurzvideo und vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like. Falls du abonnieren möchtest, abonniere den Kanal. Dankeschön, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.